Ja, hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play DayZ mit dem MMCR-Clan. Heute mit dabei der Benny. Servus. Da ist er. Der alte Hühnerschredder. Was haben wir denn hier? Eine Machete. Machete. Oh, oh, oh. Eat fresh Zucchini. Lecker. Ein Hauptzyklee rein. Ja. Eat. Ich habe Morphin gefunden. Ich habe zwei Morphins. Was irgendwie brauchen wir das in letzter Zeit nicht mehr. Was kann man denn alles in diese Box rein tun? Alles außer Munition. Also ich kann meine zwei kombinieren, meine zwei Karten. Ja, ich hätte noch zwei. Wo bist denn du? In der ersten, zweiten Garage, keine Ahnung. In der Garage drin. Sollen wir die Tiere hinter der Tür? Nein, dann sehen sie uns nicht. Im Munkeln ist gut, Munkeln. Warte, ich leg mal eben zwei Karten raus. Vielleicht kannst du die alle brauchen. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Aber nein, rausmachen. Wenn Timo anfängt zu singen. Dann ist schon weit gekommen. Also ich kann die eine kann ich kombinieren, jetzt habe ich eine Karte. A Full Map of Chernarus. Eine okay, Full Metal Jacket. Ich habe wieder eine Full. Cool, ist immer gut, jetzt trinken wir gerade mal die Cola, die steht mir eh gerade im Weg rum. So, was tue ich jetzt da in mein Ding rein eigentlich? Handschellen? Nee. Ach, die Karte und so Zeug kann ich da rein tun, die kann er auch dann direkt rausnehmen, oder? Wenn ich die eh nie brauche zum Auswählen, sondern... Willst du eine 300er Roundbox haben? Kann ich eigentlich auch nehmen, ja? Kann ich da meine Munition... Hast du auch ein Monster gefunden, Monster gehört? Monster. Monster. Zombie. Können wir vielleicht aus diesem motherfucking Elektro raus? Ich hab keinen Bock mehr. Kann man gleich machen. Du bist gerade auf der Suche, was tue ich denn da rein? Ja, essen. Trinken. Ich habe jetzt meinen Schlüssel, mein was weiß ich, alles mögliche rein. Ein paar Dosen tue ich noch rein, zwei Stück. Wie viel Zeugs da rumfahren. Wie kann man denn so unentschlossen sein, was man in eine Box... Roundbox rein tue. Hast du eine Roundbox? Ja, ja. Was war es draußen? Hast du einen Schatten oder ist da gerade einer vorbeigehuscht? Ja, Benny, echt? Boah. Er ist nach links gelaufen. Sicher? Ja, irgendwas ist nach links. Entweder war es ein Vogelschatten oder irgendein Typ oder ein Zombie. Das war bestimmt ein Vogelschatten. Hey, davor, wo unsere Garage? Direkt davor. Wo denn? Ja, das war ein Vogel. Ich sehe jetzt auch den Vogelschatten. Boah. Benny. Also ich sehe halt viele Schatten. Ich sehe tote Menschen. Lass uns verpissen, echt. Also gehen wir Richtung Balota, oder? Ja, ja. Ich brauche einen Scope, dringend. Ja, ich auch. Oder zumindest vielleicht auch mal eine andere Waffe. Okay, da ist nochmal einer drauf. Wir gehen direkt an den Strand und laufen am Strand rum, oder? Okay. Vorne steht einer, mache ich weg, aber nicht mit der... Und die Axt in die Hand. Ja, komm zu mir und im Flug. Nö. Kommt nochmal ein Bombi, rechts. Oh. Das andere rechts. So, dann gehen wir an den Strand entlang und rennen mal da rüber Richtung Balota. Da war ich heute schon mal. Was ist denn Balota? Ja, ja. Oh, oder? Wir wollen ja Balota. Also Zelt. Ja, Zeltstadt. Dringend. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu diesen zum Military Base. Alles direkt daneben. Ja, nicht wirklich, aber. Ja. Und dann vielleicht mal eine Crash-Site finden, weil langsam wüsste ich dann doch gern, wo man diese AKs findet. Spiesel hat eine M5. Ja, und wo gibt's die? Weiß ich, meine, hä? Eine Polizeistation oder ein Polizeiwagen. Mittlerweile halte ich das für eine leicht übertriebene Lüge. Ja, ganz Lippen ehrlich, so viele Polizeistationen, wie ich schon war. Hinter mir? Boah, so ein krabbelnder. Achtung, krabbelnder Zombie hinter dir. Den hast du aber neignagelt, den gute Kerl. So, wenn ich da jetzt rüber renne, dann kann ich in der Zeit mein Inventar... Hinter mir schon wieder einer. Irgendwo. Ja, soll ich machen? Warte, ja. Ich mach. Ich warte, wenn ich mich umdrehe, treffe ich ihn sowieso nicht mehr. So.
Das kann doch unseren Benny nicht erschüttern. Aber nein, Rosmarin. Wir bauten hier einen Hafen hin. Ja, eben. Wir bauten hier einen Hafen hin. Der könnte so schön geradeaus rüberlaufen. Jetzt stell er rein und bist tot. Nein. Boah, aber echt, hä? Das Wasser ist voll klar, guck mal. Ein klares Trinkwasser, salzig. So, hast du mir jetzt eine Roundbox gegeben? Nein. Nö. Wollte ich noch eine, ja? Ja, ich wollte eine, ja. Wenn du eine übrig hast, ja, nehme ich eine. Ja, ich habe gerade eine leer gemacht. Eine ist jetzt voll, eine ist leer. Beziehungsweise einmal ein paar Schuss, glaube 9 mm sind da noch drin oder so. Brauchen wir den? Ja, bitte schön, selben Schuss, was sind da drin? 45 ACP, siehst du doch. Ja gut. Oh, Zombie. Zombie. Oh, die Dings liegt noch, oder? Ich hab getroffen. Ja, aber irgendwie ist es weitergelaufen. Oh, ich glaube, ich nehme die mal. Hier verliert gerade einer Verbindung. Ja, aber schnell. Ja, habe ich schon. Oh, jetzt muss ich die ganze Ding. Ich hasse es, wenn es ganz unten ist. Steht ein Zombie im Wasser? Ja, ne? Du wirst nicht, dass die schwimmen gehen. Die können schwimmen. Hey, komm, ich will aus dem Elektro raus. Ich will ja mitten in Elektro spawnen. Battle Eye. Aha, aha, aha. Ein Cheater, jawohl. Ein Cheater. Das kann doch den Cheater nicht erschüttern. Das ist aber auch kein Tiefwasserhafen, wenn ich das hier so angucke. Irgendwie sehe ich den Grund. Und keine 2,50 Meter. Läuft da vorne einer? Ah, ne, jetzt haben wir. Boah, ich sehe schon wieder nichts. Ich muss mal eben Videobeweis machen. Nicht besser geworden. Ach, durch den Turm hat es da hier so Blur-Effekt gegeben. Blur, Blumen. Ja, genau, Blumen, nicht Blur. Oh, jetzt habe ich keine. Könnte ich kurz meine zwei Karten rausschmeißen? Weil wir wieso brauchen... zielt mein Typ jetzt? Hey. Da vorne liegt ein Toter oder was liegt da? Oh. Vor dir. Vor mir? Ja, vor dir auf den Schienen. Nein, das ist das Ende vom Gleis. Ach so, okay. Das sah gerade hier so aus wie so ein Dead Body. Dead Body. Toter Freund, Dead Body. So, was haben wir denn jetzt da drin? Da haben wir jetzt das hier drin. Jetzt haben wir das da noch da rein. Wer brennt, weißt du? Ja, ich muss die Zeit ja sinnvoll nutzen. Sinnvoll nutzen? Sinnvoll utzen. Eine sinnvoll Uzi? Uzi? Eine Uzi wäre auch nicht schlecht. Spray and Spray. Jetzt. Lauf doch nicht so schnell. Bist du noch hinter mir? Oh, ja, ganz dahin. Vor dir kommt, glaube ich, ein Zombie. Oder, ja, da schlappt ein Zombie vor dir. Hast du den über den Hügel gesehen? Wie kannst du sehen? Ja. Du hast doch ein Cheat drin. I have Röntgenaugen. Das ist vorhin schon ein schwarzer Zombie. Das ist ein schwarzer. Voll der Böse. Der tut wie ein Tollwut, wie ein Hund. Ja, der hat so geknurrt. Hat ihm aber auch nichts gebracht. Hat ihm aber auch nichts. Das war ein Militärzombie. Medizin? Oh ja, Medizin. Alter, erschreck mich doch nicht so. Was denn? Du hast gar nichts gemacht, gell? Gar nichts gemacht. Nur diese Soundbugs hier. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Oh nein. Er ist Ausländer. Ich glaube, er ist Samoaner. Der Zombie gerade, oder was? Ja. Unendliche Weiten. Unendliche Weiten? Ja. Wir schreiben das Jahr 1977.
Richtig. Diese einsame Wüste war die letzte bekannte Heimat der Manson-Familie. Und seitdem gibt's den MMTR, den Manson Multiplaying Clan. Richtig. Resurrection. Das R nicht vergessen. Ja. Gab eine gewisse Clan-Pause. Clan-Pause? Nennen wir es mal so. Eine Stilllegung, eine Inaktivität. Inaktivierung? Aktivierung. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Sind wir jetzt gleich in ja, nicht so. In Chano? Vorne ist ein Chano, oder? Nee, da vorne kommt ja erst der Leuchtturm. Achso, da war ich doch heute schon mal. Antikelle. Kann aber für, wenn du dich verfranst. Ja, aber echt. Totale Verfranzung hier. Ja, aber wirklich. So, da haben wir das hier schön gemacht. Schön sortiert alles. Hat er eigentlich nur irgendwas gesagt, den du vorhin umgebracht hast mit der Axt? Er hat gar nichts gesagt, der hat auch gar nicht gemerkt, dass ich da war. Der war ja quasi noch im schwarzen Bildschirm. Geboren. Achtung, Bombe, der war nur hinter uns. At ready war er noch oder so. Ja, ganz da hinten kommt einer. Oh, da warten wir noch ein bisschen, bis er näher kommt. Ich habe jetzt keine Lust stehen zu machen. Die sind halt richtig schnell, die holen voll auf, ne? Mhm. Ja. Noch 30 Sekunden kann man gerade auslaufen, da ist direkt hinter uns. Dann kann ich mich umdrehen, einen Schlag und weiter. Die Rechnung ist alles im Leben. Hängen wir den gerade nicht ab, oder was? Ja, doch, jetzt bleibt er stehen. Nee, jetzt, er rennt wieder, er rennt. Er tobt ein bisschen. Er tobt. Er wird doch kein Hamster sein, der vor meinem Fenster tobt. die Tollwut-Tobsanfälle. Tollwut. Es tobt der Hamster in meinem... auf meinem Flachdach, so. Richtig. Ich hatte mal einen Dackel, der war sehr speckig, das war ein Speckdackel. So ein Blödsinn. Was ist denn Scheiß her? Halt, wir müssen da oben ruhig, da unten ist Sumpf. Sumpf. Nein, das ist doch ja eindeutig. Es wäre unnötig, die Fledermäuse zu erwähnen. Das arme Schwein wird sie noch früh genug sehen. Fledermausland. Fledermausland. Oh, ich sollte mal was trinken. Nehmen wir noch Hydrated. Ja, Hydrated auch, aber dunkel. Ich könnte mal die Axt runternehmen. Was habe ich die Axt in der Hand? Du willst den Zombie erwarten. Ich warte, bis die Leute spawnen. Du bist in froher Erwartung, lieber Benny. Richtig. Ich meine, Gewehr da hinten rumbummelt. Weiß das deine Frau schon, dass du in froher Erwartung bist? Ich natürlich. Also wenn du was zum Essen brauchst, ich habe jede Menge Essen dabei. Echt? Wirklich? Really? Really. Ich schmeiß schon immer weg, um was anderes reinzunehmen. Ich habe noch 8 Plätze frei. Ja, seit ich dir den komische Box da gegeben habe, habe ich jetzt auch mal was frei. Ja, die Box war gut und die Roundbox war nicht schlecht, weil da habe ich meine ganze Munition rein. Magazine, meine AC-Munition und... Warte mal, ich trinke eben einen Schluck. Wir sind lonely off the server. Nee, oder? Wir können hier einen Freudentanz machen. Jetzt umrundet es mich. Piep, 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 ich bin ein kleiner Satellit, oder was? Richtig. Du sollst mich nicht hauen. Heißt ja nicht. Ja, Baby. Ja. Der hat's irgendwie mit mir. Aber hey, boah. Alter, hab ich was umgebracht. Ist das die Brücke mit dem roten Stern? Ja. Weiß ich nicht, ich guck gerade mal. Mehrere Brücken, aber nur eine mit dem roten Stern. Alle roten Sterne, oder? Ne? Nee. Und dann von der Seite rechts, vorne, unten, erster Querverstrebung. Nein, die nein. Nicht. Oh. Ja. Nein, der rote Stern müsste dann hier unter der Erde sein. Unter der Erde? Ein Grabmal, hast eine Schaufel dabei. Wie bist du jetzt unten lang? Ja,
Unten ran und oben drüber. Hier ist auch keiner. Die haben die Brücke nicht nur gedreht. Oh nein, Textur, nein, Textur. Wo sind wir? Das ist wahr. Ich sehe Hochhäuser von Tscherno. Wir gehen wieder an den Strand runter. Da kann man direkt unten rumlaufen. Obwohl, wir könnten... Hey, jetzt ein Auto, ein Motorrad, ein Fahrrad, ein Roller. Irgendwas, oder? Ich leg mich mal kurz hier hin. Warum? Ich muss was trinken. Ja, du glitschst gerade. Ich weiß nicht, kann ich auch gar nicht hinlegen gerade. Warum auch immer. Ach, deine Hose ist aber süß. Warum kann ich nicht hinlegen? Ich möchte was trinken, bitte. Das macht er. Toll. Ist ja egal, kann ich am Stehen machen. Ist ja gar nicht, oder? Eigentlich. Aber wenn du überlegst, wie schnell das geht, dass man sich wieder aufgerüstet hat. Warte mal, ich glaube, wir müssen ja sowieso eben hier ein Folgenpäuslein machen, sonst wird das nämlich ein bisschen arg. Bevor wir nach Tscherno reingehen. Hier ist ein schattiges Plätzchen. Ja, würde ich doch sagen. Dann bye bye und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Daisy mit dem MMCR-Clan. Tschüss!